Belgien muss wegen fehlender Rechtsgrundlage alle Coronavirus-Maßnahmen aufheben und nun das Parlament in die Gesetzesfindung mit einbeziehen, entschied ein Brüsseler Richter im Eilverfahren. In Österreich wurde entsprechend einer WHO-Empfehlung der PCR-Test alleine als nicht geeignet erklärt, um die Anzahl der Infektionen oder Erkrankten zu diagnostizieren. Dies geht aus einem Urteil des Wiener Verwaltungsgerichts hervor. Wir sprachen mit Rechtsanwalt Alexander Christ von Anwälte für Aufklärung. Der belgische Staat muss so schnell wie möglich ein neues Pandemiegesetz vorlegen. Die Liga für Menschenrechte klagte erfolgreich die Beteiligung des Parlaments und die Beachtung der Grundrechte ein. Ein Brüsseler Richter entschied in einem Eilverfahren. Alexander Christ, Rechtsanwalt aus Berlin und Pressesprecher von Anwälte für Aufklärung, erläutert, dass die derzeitigen Covid-Maßnahmen in Belgien bislang fast ausnahmslos auf Ministerialverordnung beruhen. Und das Gericht hat gesagt, es wäre hier eine zweifelhafte Rechtsgrundlage. Der belgische Staat ist deshalb verurteilt worden, alle geeigneten Maßnahmen, die man ergreifen möchte, um die Gesundheitskrise zu bewältigen, auf die Basis eines Gesetzes zu stellen. Das heißt mit anderen Worten, das Gericht fordert das Parlament auf, nach einer vorherigen parlamentarischen Debatte einen neuen Rechtsrahmen zu verabschieden, damit die Covid-Maßnahmen, die die Freiheitsrechte beeinträchtigen, dann durch ein Gesetz und nicht durch Ministerialverordnungen festgelegt werden. Dazu habe das Gericht dem belgischen Staat 30 Tage Zeit gegeben. Danach werden täglich Strafzahlungen von 5.000 Euro fällig. Das ist eine dicke Rüge für das bisherige Vorgehen und greift exakt die Begründungen auf, die wir in vielen europäischen Staaten ja gehört haben. Auch in Deutschland sagen wir ja, Verordnungen können solche tiefgreifenden Einschränkungen der Grundrechte nicht regeln. Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden kündigte am Nachmittag des 31. März an, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Die derzeitigen Maßnahmen bleiben vorerst bestehen, teilte ihr Kabinett in einer Pressemitteilung mit. Auch das Gerichtsurteil aus Wien nannte Rechtsanwalt Christ bahnbrechend. Beispielsweise ist der erste wichtige Punkt in dem Urteil, dass das Gericht festgehalten hat, ausschlaggebend ist die Anzahl der Infektionen und Erkrankten und nicht die Anzahl der positiv Getesteten oder sonstige Fallzahlen, die Regierungen festlegen. Und mit diesen Sätzen bezieht sich das Gericht ausdrücklich auf die WHO. Explizit auf die WHO Information Notice for IBD Users 2020-05. Das Verwaltungsgericht mache deutlich, ein PCR-Test allein sei nicht zur Diagnostik geeignet. Das Gericht sagt, ob eine Person krank ist oder gesund, muss von einem Arzt getroffen werden. Auch das ist etwas, was wir Anwälte seit langem sagen. Nur der Arzt selbst könne dies im Rahmen seiner ärztlichen Entscheidungsfreiheit und Expertise feststellen. Und so sagt das Gericht dann ausdrücklich, jegliche Feststellung der Zahlen für Kranke oder Infizierte in Österreich sei falsch. Das ist ein sehr hartes und klares Urteil des Wiener Verwaltungsgerichtes. Dabei habe das Gericht Argumente aufgegriffen, die auch in Deutschland schon mehrfach diskutiert würden. Laut WHO sowie des Erfinder des PCR-Tests wäre ein PCR-Test allein nicht zur Diagnostik geeignet und könne daher für sich alleine auch nichts zu Krankheit oder Infektion eines Menschen aussagen. Eine Studie aus dem Jahr 2020 von Jared Bullard und weiteren würde belegen, dass CT-Werte größer als 24 bei den PCR-Tests keinen vermehrungsfähigen Virus mehr nachweisen könnten. Dazu muss man wissen, dass wir in Deutschland in der Regel mit weit höheren CT-Werten testen. Mit dem Urteil hat das Gericht die Untersagung einer von der Freiheitlichen Partei Österreichs angemeldeten Versammlung für rechtswidrig erklärt. Die Wiener Polizei hatte das Verbot der FPÖ-Veranstaltung vom 31. Januar mit einem zu erwartenden rechtswidrigen Verhalten der Teilnehmer und dem daraus folgenden Seuchengeschehen begründet. Von solchen medizinischer Seite habe es bis dato für Cluster anlässlich einer Versammlung keine evidente Wahrnehmung gegeben, heißt es dagegen im Urteil. Bei seiner Entscheidung stützte sich das Wiener Gericht darauf, dass gemäß Europäischer Menschenrechtskonvention alle Menschen das Recht haben, sich friedlich zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen, einschließlich des Rechts zum Schutz ihrer Interessen, Gewerkschaften zu bilden und diesen beizutreten.